auch hören und mich sehen können. Ja, du hast auch bei dir alles scharf geschaltet? So, die Discord-Spur. Ja, ich muss nur noch zwei Knöpfchen drücken. Okay. Noch habe ich sie ausgeschaltet, weil sonst würde man dich jetzt schon hören. Was? Ja, schon. Ich habe erst gedacht, cool, dann kann ich das ja einfach übers Mischpult auch stumm schalten. Und dann ist mir eingefallen, Moment, wenn ich das da drüber stumm schalte, höre ich ihn aber auch nicht. Ja. So, ich savage dann mal um. Achso, Moment, ich muss noch. Ja, savage. Egal, mach ich gleich. Savage. So, Moment, das war noch nicht alles. Das war der richtige Knopf. Hi! Hallöle! So, ausrufen Schmulti. Ich muss das umbenennen in Schmulti. Okay. So. Gut. Und was steht heute bei dir auf der Tagesordnung? Quellkompressor. Au. Und Quellextraktor. Extraktoren. Au. Ja. Genau. Damit meine Turbofuel-Produktion mal an den Start geht. Nice. Beziehungsweise ich muss dann auch erstmal noch. Boah, triggert mich hardcore. Sekunde, ich muss was reparieren. Okay. Eine von den Stützen ging nicht bis ganz nach oben. Oh, ja, nee, das ist nicht gut. Ach ja, ich habe ein Achievement gesehen, das wir freischalten können, relativ problemlos. Zwei sogar. Nice. Für das eine müssen wir uns auf dem Dach einer Fabrik treffen. Einer oder meiner? Meiner Fabrik. Deiner Fabrik? Ja. Welcher Fabrik? Die, wo eigentlich mal Bauteile für den Lüft hergestellt werden sollten. Ja. Und jetzt werden sie nur noch geschreddert. Ja. Aber das beinhaltet leider ein wenig Wartezeit. Das ist nicht schlimm. Okay. Ich weiß auch nicht, wie lange Wartezeit. Aber es sollte eigentlich nicht allzu lange sein. So, ich bin da. Wo bist du? Ganz oben auf dem Dach. In der Azure. Oh oh. Oh. Das war knapp. Das ist schlecht. So, und hier müssen wir jetzt leider warten. Auf wen oder was? Wirst du sehen. Er ist unübersichtbar, übersehbar. Aber wir können schon mal das weitere Achievement holen. Oh. Warte. Jetzt darfst du. Fahr mich über. No. Dankeschön. So, jetzt kannst du das Auto wieder zurücksetzen. Dich hier auch hinstellen. Du musst weiter zu mir kommen, sonst kicke ich dich leider runter. Oh, wow. Oh, wow. Achievement Nummer 1. Wuhu. Ja, betrachten wir den Sonnenaufgang. Und vielleicht kommt irgendwann unser Achievement. Jo. Au. Ach, kommt der Flugheini hierher geflogen? Was? Nein. Lügner.
Da. Ja. Und du kannst ihn streicheln. Wie cool. Wo bist du? Ich bin runtergefallen. Opfer. Hi. Oh, wie cool. Hä? Ja. Und mit dem kann man halt jetzt durch die Gegend fliegen. Pet, pet, pet. Ja, das sind die zwei Achievements, die ich gesehen hatte. Voll cool. Warte, war da ein Elektroschneckchen, was ich gerade gesehen habe? Klar, da sind überall Elektroschnecken. Oh, nein, hier war keine. Schlecht. Manta, Manta, warte auf. Da ist ein Elektroschneckchen. Ah, und ich habe noch was für dich in der Base, glaube ich. I'm on my way. Ich bin gespannt, wann wir hier so ein bisschen aufräumen und schön bauen. Wahrscheinlich reißen wir alles ab und holen uns nur die Ressourcen und bauen irgendwo anders. Ja, wahrscheinlich. Und werden hier dann irgendwie einen Bahnhof oder so hinbauen, wo die ganzen Ressourcen dann abtransportiert werden, dass hier quasi einmal alles wegkommt. Ja. Manni, Hilfe! Hier, nicht Hilfe, hier. Oh, nice, dankeschön. Jo, bitte, bitte. Ich wusste nicht, wie ich das sehr offensichtlich machen soll. Ich bin verwirrt. Kann ich jetzt einfach so lang? Ich will fliegen, oder was? Ja, ja, du verbindest dich immer mit den Stromzäunen und kannst dann fliegen. Also nur da, wo Strom ist, kannst du auch fliegen. Wie komme ich wieder runter? C drücken. Und wenn du C doppelt drückst, dann schaltet er sich ab. Ah, okay. I see it. Aber wenn du irgendwo durch die Gegend fetzt, also mit so einem Katapult oder so, dann solltest du doch dein Jetpack auswählen. Macht Sinn. So, dann kann ich mir hier jetzt schon mal zusammensammeln, was ich für den Quellkompressor brauche. Ja. Wo drunter läuft er? Ach, da. Okay, ich brauche noch zwei. Ich brauche 7 Tickets. Wie viele habe ich noch? Habe ich noch welche? Habe ich die weggeräumt? Ich glaube, die habe ich weggeräumt. Was brauche ich? Das sieht hier alles so wunderbar provisorisch aus. Das ist ganz lustig. Was? Ja, irgendwie schon. Was bist du denn da drauf? Ach, ich weiß auch nicht. Weil's ganz böse so Vermutung. Maximal hässlich ist. Was? So, davon brauche ich einen und davon brauche ich 6. Heißt, ich brauche noch 2 Funksteuereinheiten. Mhm. Funksteuereinheiten. Wo haben wir so denn? Da. Schwere modulare Rahmen kann ich hier rausnehmen. Motoren müssen wir auch noch hier haben. Und Aluminium-Casings. Aluminium. Aluminium. Genau. So, die restlichen Tickets schmeiße ich hier hinten in die Kiste. Mhm. Wie viele sind denn das noch? 14. 14. Ah, schade. Hier waren die schweren modularen Rahmen. Und noch 8 Motoren. Das war nicht die Motorenkiste. So, auf geht's. Ach so, der zappt dann quasi an die Strommasten so dran. Genau, wenn dann kein Strommast in der Nähe ist, hast du ein Problem.
Ja, ich glaube, dann benutze ich hier hinten bei mir vielleicht lieber den Jetpack, weil hier noch nicht wahnsinnig viele Strommasten sind, die auch tatsächlich funktionieren. Mhm. Und dann sollte ich als nächstes vielleicht den Überwachungsturm bauen. Mhm. Überwachungsturm? Ja, für die Stromkreise. Also ich meine, provisorisch kann ich auch erstmal überall einen Netzschalter einfach oben drauf stellen, aber wenn das Ganze einmal angelaufen ist, würde ich ganz gerne haben, dass das dann auch tatsächlich durchläuft, ohne dass ich nochmal was ändern muss. Aber dafür bräuchte ich halt einen kompletten, genau. Einen kompletten Turm halt, genau. Das habe ich absolut bedacht, natürlich. Was? Ich brauche hier oben natürlich erstmal Strom, damit der Quellkompressor die Quelle aktivieren kann. Du hast da rechts neben dir so einen dezent kleinen Mast. Ja, weiß ich. Gut, ich wollte nur einmal. Warte mal, habe ich die ganzen Raffinerien hier unten überhaupt schon eingestellt? Nö. Warum denn auch? Wäre ja zu kompliziert, ne? Richtig. Oh, es geht in die finale Phase von meiner Fabrik. Ich bin ein bisschen stolz. Yay. Ach ja, wie gesagt, ich würde, wie heißt es gleich noch? Die Geschichte mit alles was... Ressourcenproduktion ist, würde ich direkt an unsere normale Stromverbindung schließen. Mhm. Aber alles, was Fabrik ist, würde ich halt besonders behandeln. Ja, das hier hinten, was ich jetzt gebaut habe, ist ja alles Stromproduktion. Das ist ja reine Stromproduktion aktuell. Genau. Ja, aber in dem Fall wäre zum Beispiel auch die Miner und deine Koks-Fabrik wäre dann trotzdem Stromproduktion. Ja. Also hier hinten quasi alles. Genau. Aber ich meinte halt sowas wie normale Miner, dass die halt. Ja. Das macht Sinn. So. Das ist einmal auf die nächste Ebene verbunden. Ich baue den Netzschalter erst einmal hier oben mit zu dem Quellkompressor Quellenkompressor hin und den kann man ja dann hinterher nochmal umsetzen. Ja. Also den Netzschalter. Visorisch erstmal hier hin. So, dann brauche ich hier einen Strommast.
So. Achso, nee, ich überleg nur. Achso. So, das Ding muss noch dran angeschlossen werden und dann kommt hier jetzt der Netzschalter oben. Und jetzt wird wahrscheinlich hier alles explodieren. Naja, noch nicht ganz. Ja. So, jetzt kann ich hier nämlich die Quellextraktoren noch hinstellen. Eins, zwei... 3, 4, 5 und 6. Jetzt muss ich diese selbstverständlich noch mit meinen Leitungen verbinden. Achso, Moment, ich muss ja auch noch Energieschneckchen hier reinknallen bis zum... Geht nicht mehr. Damit der mir auch meine 1340 Kubikmeter die Stunde produziert. Die Minute, die Stunde. Echt so viel? Ansonsten ist meine Fabrik absolut überdimensioniert. Oh. Ja, und dann komme ich auch nicht auf die 25 Gigawatt. Ah, okay. Ja, erklärt es dann. Das muss ich definitiv anders machen. Das sieht ja ganz grauenhaft aus hier hinten. Oh, oh ja. Das geht ja überhaupt nicht. Ich glaube, hier arbeite ich am besten auch mit Foundations die ganze Zeit, bevor ich hier versuche, irgendwie das halbwegs gerade hinzubauen. Ja, die Foundations kannst du ja später auch noch abreißen, ne? Ja, ja. Ich meine, ich kann hier einfach durch die Quellextraktoren durchbauen, das macht denen ja nichts. Ja, ja.
Nur die Dinger, die stehen halt auch echt super beschissen. Tja, irgendwer wollte das so. Nee, hör doch auf da dran zu stemmen, du doofes Ding. Hallo. Sag mal. So, die Maschinchen müssten alle Strom haben. Genau, die kriegen nur jetzt gerade kein Rohöl. Das liegt schlecht. Wahrscheinlich daran, dass ich die Verbindungen neu setzen muss, wenn ich raten dürfte. Ansonsten brauche ich Pumpen. Hier kommt nichts an Rohöl an. Das ist schlecht. Ist natürlich, dass ich den Wartungsschacht gebaut habe. Kommt denn Strom an? Ja. Also auch bei dem Teil oben? Ja, warte mal, hier unten kommt kein... Hier unten kommt kein Öl an, aber warum nicht? Geh mal nach oben zu deiner Pumpanlage. Also zu deinem, Warte. Weil hier, das ist komplett voll. Das wäre, als wäre die Verbindung nicht richtig. Mhm. Weil hier ist voll. Oh, geil. Hier auch.
hier ist zum Beispiel nichts drin. Hier sind nur 0,3 Kubikmeter drin, warum auch immer. Dann flash die mal. Sprich die an und mach rechts den Hebel nach unten. Und dann wieder hoch. Ich glaube, du musst loslassen. Hab ich. Aber da tut sich nichts. Dann drück da mal zusammen das Netzwerk. So, aber hier ist voll, hier ist auch nichts drin. So, der extrahiert aber. Hier ist auch Öl drin. Hier fließt es überall. Aber hier fließt so wenig. Warum fließt hier so wenig durch? Ich hole mir mal eben die Elektroschneckchen. Ja. Aber da waren auch einige schlechte Rohölquellen dabei, ne? Aber selbst dann müssten die Rohre ja voll werden, weil es fließt ja aktuell nirgendwo in irgendeine Maschine was rein. Ja, die Rohre müssen auch gefüllt werden, soweit ich mich entsinne. So, dann nehmen wir uns mal Energiefragmente mit. Ich meine, wir haben ja zum Glück nur so 46. Und noch ganz viele Elektroschneckchen. Mhm. Gut, dann mache ich noch ein Turm, wo ich dann die ganzen Schaltkreise miteinander verknüpfe und die einzelnen Fabriken dann auch einzeln schaltbar mache, dass ich die zur Not abschalten kann für was auch immer. Gerade wenn es dann in die Plastik und so, Plastikfabrik und so geht. Mhm. Dann werde ich das auch so machen, für den Fall, dass man die mal abschalten muss, werde ich ein intelligenten Splitter daneben packen und dann alles an Polymerharz, was übrig bleibt, schreddern, wenn die Kunststoff- und Gummifabrik nicht läuft, dass dann quasi alles da reingeht. Ja. So, dann gehen wir mal auf Fehlersuche. Also einen Fehler habe ich schon mal gefunden. Warum ist das hier so? Weiß ich nicht. Hattest du vielleicht was gelöscht und nicht mitgekriegt? Ah, ja. Das war falsch rum. Zielsicher. Ach, deswegen funktioniert das nicht. Hm. Schmu. Oh ja. Ja, das finde ich cool. Wenn du bei mir mal auf den Stream guckst, das ist gerade das Förderband, wie das eine Brücke warte. Soll. Warte, da. Oh ja, das sieht echt cool aus.
Und da oben drauf ist dann in diesen Blöcken das Förderband drin. Ja. So, jetzt hau ich hier mal noch. 1, 2, 3. So, jetzt geben die hier Vollgas. So. Hier ist trotzdem nur 2,9 Kubikmeter drin. Woran liegt das denn? Wie gesagt, die Rohre müssen erstmal voll werden. Das macht ganz viel Sinn. Weil du ja noch nichts produzierst, ja. Also hier ist auf jeden Fall überall Durchfluss. Also es geht überall ein bisschen Rohöl durch. Mhm. Durchflussrate, das Rohr ist zum Beispiel voll. Durchflussrate 150 Kubikmeter die Minute. Warte mal. Doch, 300 Kubikmeter die Minute macht er und die MK1-Rohre fassen genau 300 Kubikmeter, ne? Genau, ja. Das passt. Also das ist quasi hart am Limit. So, jetzt ist die Frage, warum unten in der Fabrik nichts ankommt. Moment, hier ist nichts drin. Warum nicht? Woran hat es gelegen? Warte, ich komme dich mal besuchen. Achso, Moment, ich sollte vielleicht auch auf die Durchflussrate wieder achten, ne? Und nicht auf die... Doch, da geht was durch. So, hier kommt nichts an. Weil hier nichts ankommt. Weil... Hier kommt nichts mehr an. In dem Rohr kommt nichts an. Oh, ich glaube. Oh. Ich glaube, ich weiß wieso. Das können wir aber beheben. Okidoki. So, dann brauche ich hier eine Bodendurchführung. So, jetzt geht hier nämlich. Ah ja, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ich glaube, ich darf durch die... Hä, aber da habe ich ja auch durchgebaut. Bitte. Durchflussrate 1,74. 4,7 meine ich natürlich. So. Immer noch. Ich mach den Flickenteppich gleich wieder zu, wenn es funktioniert. Ja, wäre sinnvoll. So, jetzt habe ich hier, das Rohr ist voll und hat natürlich keine Durchflussrate. Ne, warte mal, natürlich keine Durchflussrate, das war gelogen. Warum nicht? I don't know. Ich doch auch nicht. Oh, Moment, ich weiß wieso. Oh. Weil ich das vielleicht auch wieder verbinden sollte. Mhm. So, jetzt ist hier Öl drin.
Jetzt kommt hier hinten nämlich auch was an. Ja. Genau, jetzt kann ich gucken, ob oben was ankommt. Hier kommt immer noch nichts an. Hier kommt auch nichts an. Ich glaube, dass ich da unten Pumpen setzen muss. Aber eigentlich sollte das vom Gefälle her passen. Der Druck sollte hoch genug sein. Ich würde einfach noch mal kurz warten. Ich meine, irgendwann müssen die Rohrleitungen ja theoretisch gesehen voll sein. Ja, die Rohre füllen sich schon. Ich meine, jetzt gucke ich mal eben hier unten, ob hier auch... Ja, jetzt kommt in jedem Rohr was an. Es war nur das eine, was natürlich die ersten Dinger da betroffen hat, was nicht voll ging. So, das ist voll. Das ist voll. Meine Güte, jetzt mache ich das Gleiche, womit ich heute Abend, heute auf der Arbeit aufgehört habe. Rohre verlegen? Ja, oder zumindest planen. Ja, es kann aber, wie gesagt, sein, dass du das einmal löschen musst und neu verbinden musst. Ich hatte sowas befürchtet. Du brauchst nur das eine kurze Stück Rohr da neu machen eigentlich. Ich habe vielleicht eine Vermutung und wenn ich mit dieser Vermutung richtig liege, beiße ich mir, glaube ich, selber in den Arsch. Welche denn? Ich habe die Befürchtung, dass ich die, Ne, Moment, warte mal. Irgendwas funktioniert. Hier geht Turbofuel durch. Nee, ich wollte gerade sagen, hier oben arbeiten gerade alle. Alle? Ja. Also hier wird Treibstoff hergestellt. Ja, nur die rechte Seite arbeitet, die linke arbeitet immer noch nicht. Doch, die linke Seite arbeitet auch komplett. Nur, Ja, dann arbeitet die rechte nicht, die hier funktioniert nicht. Nee, beide Seiten. Nein, hier kommt kein Dampf raus. Ja, rat mal warum, guck mal in die Anlage rein. Wo landet denn dein Spielzeug hier? Dein Polymer. Oh, ja, aber, ja. Dann hören alle Anlagen auf zu arbeiten. Aber die Dinger sind doch noch gar nicht voll. Die haben doch auch noch einen internen Puffer. Und hier kommt ja gar kein Rohöl an. Ich muss mal gucken, bei welcher Anlage du bist. Oben. Ja, ja. Ach, oben hast du noch eine? Also ich bin bei der hier und hier kommt nichts an. Wo war ich denn eben gerade? Oder hast du zwei Ebenen? Ich habe zwei Ebenen. Ah. Moment. Warum sehe ich dich denn nicht? Achso, du bist unten drin, deswegen sehe ich dich nicht. Genau, in den hier kommt nämlich kein Rohöl an. Obwohl die unten bei mir auch nicht so aussehen, als würden sie arbeiten, aber das kann auch einfach nur ein Anzeigefehler sein, weil ich weiter weg bin. Nee, die unten arbeiten auch nicht. Ja. Doch, ja, aber da kommt zumindest ein Rohöl an. Das meine ich mit. Ja, hier kommt auch bis zum Wanddurchbruch Rohöl an. Ja. Ah, okay. Ich muss nur die Verbindung neu setzen.
Ja. Ja, das werde ich wahrscheinlich nochmal neu verbinden müssen. Hä? Weil ich... Oh. Oh ja. Ja, ich habe die Leitung weggerissen, deswegen kommt nichts an. So. Zum Glück muss ich das nicht auf beiden Seiten machen. Ja. Okay, ja, und dann sollten die gleich auch wieder aufhören zu arbeiten. Genau, weil das Polymerharz voll ist. Genau. Ja. Gut, aber schön, dass es zumindest soweit funktioniert. Mhm. Das heißt aber auch, dass auch die ganzen Dinger da unten eigentlich arbeiten sollen. Nee, die sind rot. Warum sind die rot? Habe ich die ausgestellt? Ich glaube, ich habe sie ausgestellt. Ich glaube, ich habe den Netzschalter wieder umgelegt. Ja. Die haben keinen Strom, deswegen arbeiten die nicht. Jetzt arbeiten die hier hinten. Oh, schönste Abgase. Okay, hier kommt kein Treibstoff an. Jetzt muss ich unten in die Fabrik gehen und kontrollieren, wo überall kein Treibstoff ankommt und dann neu machen. Verbindungen. So, ich glaube, die Seite arbeitet relativ gut. Genau, ich gebe überall was an. Ich mag Dinge, die funktionieren, hatte ich das schon mal erwähnt. Bestimmt. So, hier kommt überall Treibstoff an. Das ist ein Träumchen quasi. Hier kommt kein Treibstoff an. Immer noch nicht. Das muss nicht zwingend ein Problem der Leitung sein. Nö. Ich hatte hier doch auch irgendwie so ein Wartungsgedöns gebaut, oder nicht? Irgendwie kam ich hier doch runter. So. Spezial aus dem Schredder. So, das betrifft die Leitung hier. Also wenn du willst, kann ich jetzt dein Polymer in den Schredder jagen, damit du Treibstoff herstellst. Ja, gerne. Hallo Zuschauer. Hallo Zuschauer, einen wunderschönen guten Abend. So, hier sollte Treibstoff ankommen. Tut es aber nicht. Immer noch nicht. Und von Fust. Warum? I don't know. Ja, ich doch auch nicht. So. Na, what gate bei dir? Weil die Leitung ist bumsvoll. So, und bei den anderen reicht das Gefälle ja auch, also kann es daran ja eigentlich nicht liegen. Also vom Druck her sollte das ausreichen. Ja. Also ich vermute eher, es ist eine Geschichte von, du musst nochmal alle Rohre neu legen. Aber das habe ich gerade gemacht, oben, aber das hat nicht geholfen. Es ist nur das eine Rohr, was nicht funktioniert, alles andere funktioniert. Nee, gar nicht wahr, da funktionieren auch ganz viele nicht. Schuh.
Wie sieht's hier aus? Na, hier funktionieren auch ganz viele nicht. Oder verliert er den... Obwohl, dann dürften ja auch die auf der anderen Seite nicht arbeiten. So. So, warum kommt hier nichts... Doch, hier kommt jetzt was an. Ah, jetzt geht's hier. Hier kommt auch was an. Hier kommt auch was an. Alle Platten durchgescannt, noch nicht das gewollte Rezept. Ja, das ist kacke. Ja, ich glaube, die brauchen einfach ein bisschen. Ja. Das ist bei uns leider auch nicht anders. Wir haben noch keine guten Rezepte so an sich bekommen. Ja gut, klar, die müssen sich halt, die ganzen Leitungen müssen sich jetzt auch erstmal füllen, ne? Mhm. Okay. Ein Hund möchte euch was mitteilen. So, ich glaube, jetzt sollten alle arbeiten. Ja, was wolltest du sagen? Sorry. Ich wollte nur wissen, hier hattest du aber alle Raffinerien auf einer Ebene, ne? Mhm. Bei der Turbotreibstoff schon. Ja. Ich bin jetzt einmal durch 10 durch und es fehlen noch 2 Reihen. Nee, oder hattest du schon alle kontrolliert? Nicht alle, aber ich bin gerade dabei zu gucken. Also ich fliege gerade oben drüber und alles, was nicht dampft, ist halt entweder nicht genug drin oder es dampfen alle. Wunderbar, Turbotreibstoff läuft. Ja, ich gucke die gerade noch die letzte Reihe durch. Und dann sind eigentlich alle kontrolliert. Ja, oh boy. Die Produktion läuft. Ja, dann guck mal in deine Treibstofftanks rein. Ja, ich bin gerade dabei. Ja. Ja. Ja, die Bohr jetzt ein bisschen länger gedauert hat, da ist noch nicht so viel drin, aber der vollste umfasst jetzt fast 700 Kubikmeter Turbotreibstoff schon. Oh fuck. Ja, gut, wir können 19.200 Kubikmeter lagern. Aber so langsam sollte ich mich dann tatsächlich an die Fabrik für den für die Stromproduktion machen. Mhm. Wäre definitiv sinnvoll. Ja. Ich habe auch vor, die auf Glasplatten quasi zu platzieren. Ja, das war... Okay. Weil ich die auf dem See mache. Ja, dann musst du das aber auf einer Höhe machen. Also ich würde einen Miner auf das Sam-Ohr stellen. Einverstanden. Damit du nur sehen kannst, wie hoch du bauen musst. Ja, der Miner MK1 ist ja genauso hoch wie der MK2er. Deswegen ja. Das sollte passen. Ah, das passt ziemlich gut mit der Höhe der Fabrik, glaube ich. Aber wenn ich jetzt gerade ausgucke, bin ich noch ein so ein Ding ungefähr da drunter. Mhm. Ich habe gleich keinen Treibstoff mehr für mein Jetpack. Uncool. Ui. Nicht runterrutschen. Nein, ich möchte bitte... Ich bin runtergerutscht. Ah, aber ich kann hier echt gut die Map erkunden. Oder zu meinen Sachen fliegen. Oh, shoot, ich hatte das irgendwie höher eingeschätzt. Doch, warte mal. Doch, das passt. Jo. Das passt ganz genau. Also das Stromding ist dann wahrscheinlich ein bisschen in der Decke versteckt, aber das ist ja nicht schlimm. Nee, das passt. Exakte Mundo.
So, ich meine, ich brauche sowieso ganz viel Platz, also kann ich hier auch erstmal Plattformen hinbauen. Schön wird später. Ach nee, Moment, ich sollte vielleicht auch schon die richtige Plattform nehmen, ne? Mhm. Warte mal, doch, sollte ich. Oh Junge, 100 Stück, das wird lustig werden. Tja. Ich wollte 4 Reihen machen, aber 25. Irgendwer musste ja übertreiben. Ich weiß nicht, wen du meinst. Nein. Ich fühle mich irgendwie auch gar nicht angesprochen. Nein! Ja. So, was brauche ich denn überhaupt für einen? Ja, ist ja eklig. Oh, shoot. Ich brauche vielleicht 1900 Motoren. Ja, dann weißt du ja, was auf dich zukommt. Ja, ich werde jetzt mal eben Motoren ansetzen. Vielleicht macht es mehr Sinn, eine komplette Motorenfabrik zu bauen? Nein, sehe ich nicht. Ich setze Motoren an. Okay. Es macht absolut Sinn, das zu tun, aber ich habe gar keine Lust darauf gerade. Ich weiß nicht, wie lange du auf die Motoren warten willst. Ach, ich muss ja sowieso erst noch ein bisschen Fundament setzen und zur Not baue ich erstmal den Übersichtsturm. Und ich kann ja nach und nach anschließen. Ich muss ja nicht alle 100 auf einmal machen. Doch. Nein. Ich muss nur auf jeden Fall schon mal 4 platzieren, damit ich weiß, wie groß die Dinger überhaupt sind. Riesig. Ich hatte befürchtet, dass du so etwas sagen würdest. Oh. Oh. Ich glaube, mein Zeug da hinten zieht ein bisschen viel Strom. Ups. Ich glaube, die musst du dann erstmal ausschalten. Ja, mache ich, sobald ich wieder da hinten bin. Ja, ich knall einfach alles voll. Netzüberlastung. Hilfe.
Aber es war mir schon klar, wir verbrauchen gerade 2000 Kilowatt mehr, als wir produzieren. Okay. Das ist ein bisschen was. Hm. Deswegen wundert es mich gerade reichlich wenig, dass hier alles abschmiert. Oh. Dann sehe ich jetzt zu, dass ich die ersten paar Treibstoffgeneratoren gebaut bekomme, damit ich die mit anschließen kann, damit die Produktionen weiterlaufen. Ja. Das wäre super. Das kriege ich hin. Ich meine, ein paar Motoren haben wir ja noch. Nicht viele, aber ein paar. Oh ne, ich brauche nur 1500 Motoren. Warum auch immer. Ne, warte mal, der kann er nicht mehr? Doch. Hä? I'm confused. So. Turbodraht brauche ich noch. Stahlbetonträger sind hochgeladen, Kupferblech ist hochgeladen und Gummi brauche ich noch. Wo kriege ich ein Gummi her? Unten beim Bahnhof. Okay. Oh Gott. Mit Förderbändern rumspielen ist... So, und damit war's das mit unserem gesamten Stromnetz. Oh no. Ich war zu langsam, oder? Ja. Scheißen Dreck. Warte mal, da muss ich da jetzt hinfliegen. Mhm. Entschuldigung. Ich hab damit jetzt kein Problem. Entschuldigung. Hey, die den Upsi. Du könntest da aber die Verbindung zu deiner Fabrik mit so einem Prioritätsschalter machen. Weil wenn du dann die Generatoren setzt, geht's dann nach und nach weiter. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einmal
mit einem Ding alles lahmgelegt. Ach, wieso geht das nur in die Richtung? So, ich schalte jetzt erstmal die beiden Fabriken hier wieder aus. Ein bisschen Turbofuel habe ich ja. Damit die erstmal wieder vom Netz sind. Hm. So, irgendwas ist passiert. Irgendwas hat gerade gesappt. Ja, nee, doch nicht, warte. So, den schalten wir jetzt auch einmal aus. Warte. Also hier hinten ist jetzt alles aus. Ja, ich muss einmal einen intelligenten Dingsens bauen. Dafür brauche ich aber Strom. Ja. So, Treibstoffgenerator. Okay, also. Es läuft alles wieder. Sehr gut. Ich gucke jetzt, dass ich hier eben zumindest schon mal 4 Stück baue. Die sollte ich eigentlich hinkriegen vom Material, was ich gerade dabei habe. Das war einen zu weit weg. Warte mal, vielleicht sollte ich erstmal ausprobieren, ob ich das überhaupt verbunden kriege. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Wand-Bodendurchführung. So, jetzt muss ich mir hier wieder einen dazu packen, weil der natürlich einen weggenommen hat. Zwei. Hä? Okay. Oh, warte mal. So ein Deckhack. Oh Gott, bin ich dumm. Vielleicht hätte ich den ganzen Bums weiter nach hier hinten bauen sollen. Jetzt erstmal nur provisorisch und kommt hinterher wieder weg. Das ist nur, okay. Damit ich... Obwohl, so funktioniert das nicht. Ah, das war auch gar nicht so schlau, dass ich das provisorisch gemacht habe. Jetzt habe ich Treibstoff verschwendet. Moment. Eins ist... Wie viele Platten drei? Zweieinhalb. Zweieinhalb. So, mit Rohren sind es dann genau 2. 3.
So, das hier habe ich als die Mitte angesehen, was jetzt so im Nachhinein vielleicht auch gar nicht so schlau war. Ich glaube, ich fange hier hinten an der Ecke an zu bauen. Aber ich nehme den hier als Referenzpunkt. Aus. Das sieht aus, als ob hier Industrie wäre. Moment, dann machen wir es. So. Hier kommt jetzt ein Treibstoffgenerator hin. Oh oh. Und zwar so. Dann kommt hier einer hin. Und da kommt einer hin. So, dann kann ich hier hinten nämlich die drei Platten komplett wegmachen. So, wenn ich ganz viel Glück habe, kriege ich ihn nochmal 4 Stück hin. Das wäre ultra gut. So, das ist jetzt hier wirklich gerade was, wo mir Deko-Zeug relativ egal ist. Das muss erstmal nur funktionieren. Schön können wir später machen. Ja.
Das wird ja wahrscheinlich nur so viel Strom sein, dass deine Fabrik dauerhaft laufen kann. Gehe ich davon aus. Warte mal, wie viel macht einer? 250 Megawatt. 250, 500, 1000, 2000. 2000, also 2 Gigawatt mache ich aktuell mit der Fabrik. Ja, ich glaube aber... Ah, nee. Mit 8. Nee, Moment, das kann nicht sein. Da du ja schon so viel Turbo-Fuel produzierst, ne? Du könntest die Motoren übertakten. Ja, dann brauche ich grundsätzlich aber weniger von den, Treibstoffgeneratoren. Aber du brauchst ja am Anfang erstmal Strom. Das war die Idee dahinter. Da ist die Frage, ob man nicht grundsätzlich sagt, dass man nicht so viele baut und die dafür übertaktet. Ja, obwohl das wären halt schon viele Energieschnecken, die da drauf gehen, ne? Die können wir lieber für was anderes verwenden, weil Platz haben wir hier definitiv genug. Ja. Wie gesagt, das war jetzt eher einfach nur auf den Anfang gerichtet. Und wenn du willst, könnte ich dich spoilern. Da musst du nur ja oder nein sagen. Warte kurz. So. Jetzt bin ich bereit. Willst du gespoilert werden, ja oder nein? Ja. In Phase 9 bekommt man die Möglichkeit, Energiespeicher herzustellen. Oder Energiezellen. Das ist erst in Phase 9? Ah, ich hatte das irgendwie eher in Erinnerung. Naja, und damit fällt halt der Verbrauch der Schnecken weg, ne? Moment, dann habe ich... Ich rede gerade von der Batterie. Ja, und ich rede das, womit du Sachen übertakten kannst. Ah.
Ja, ist dann die Frage, ob ich wirklich 100 Treibstoffgeneratoren bauen soll oder ob ich weniger baue und... Oh, Moment, wenn ich das so mache... Warte, ich kann das auch... Die untere Reihe kann ich auch weglassen. Oh, meine Nase kribbelt. Lasche kribbeln. Ah, die Wu. So, die Dinger, die Plattform, die ich jetzt gerade platziere, mache ich hinterher wieder weg. Sind gerade nur, damit ich die Verrohrung hier unten machen kann, weil die Verrohrung soll bei dem Gebäude hier einfach unten drunter schweben quasi. Aber was ich ganz lustig fand, das war der eine Streamer, der ist ein bisschen verzweifelt, als er festgestellt hat, dass man die dann später doch herstellen kann. Weil er gesagt hat, ja, dann muss er ja nochmal durch alle Fabriken durchlaufen und alles aufs Maximum optimieren. Hm. So. Ich meine, ich kann die ganzen Bodenstützen ja hinterher einfach wieder wegmachen. Ja. Oh, shoot. Was ist so shoot? Ich muss mal eben was ausprobieren. Das habe ich mir nämlich gedacht. Ich muss das doch, muss die Rohre doch weiter nach unten machen. Das Problem ist nur, dass sie dann auf jeden Fall mit dem Miner in Kontakt kommen. Ja, das ist obwohl, wirklich auch Shoot. Es kann sein, dass der Miner genau links und rechts von den Rohren liegt. Also nein, die Rohre links und rechts vom Miner, so. Oh. An sich ja schon mal, nice. Ja. Wow. Oh wow. Wenn ich so viel Glück kann, noch kein so viel Glück kann noch keiner haben. Das sieht nice aus. Also wirklich, so viel Glück kann keiner haben. Das geht genau links und rechts an meiner vorbei. Exakt. Als ach, ob dieses... es geplant gewesen wäre. Ja, absolut. Dieses Spiel weiß einfach, wie es mich glücklich machen kann. Dieses Kackspiel. Hallo? Ich hab grad genau das Gegenteil gesagt. Ja. Aber wenn du außerhalb der Reichweite fliegst von dem Stahlbeam, wird der vertikal. Oh. Hm. Das ist ein bisschen bescheuert.
Ich werde angerufen, Sekunde. Okay. Oh Gott, oh Gott. Da bin ich wieder. Willkommen zurück. Danke. Ich glaube, der Hund läuft absichtlich über meine Füße, nur um mich zu ärgern. Dann musst du irgendwas angestellt haben. Ich habe nichts angestellt. Mhm. Hey, ich bin wirklich voll lieb. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, wirklich. Kein Scheiß. Ich lüge nicht. Oder deine Freundin hat einfach gesagt, nerv sie. Ich muss gleich mal ein ernstes Wörtchen mit dir quatschen. Mit deinem Hund? Mit meiner Freundin. Achso. Du traust dir sowas zu? Ja. Das wäre aber auch ein sehr lustiger Skill für den Hund. Nervst du, Hund läuft weg. Mhm. Geht dir den ganzen Tag auf den Sack und du weißt nicht warum. Ja, toll. Stellst es erst irgendwie so ein Jahr später fest, dass der Hund darauf trainiert ist, bei Nervsi zu dir zu laufen und die ganze Zeit bei dir zu bleiben. Mhm. Und meine Füße anzustupsen. Ja, genau. Weiß ich jetzt auch gar nicht, was du daran so lustig findest. Ach, ich glaube, genau so einen Scheiß würde ich meinem Hund beibringen. Einfach nur, weil es bescheuert ist. So aufgeregt, wenn die das erste Mal an den Strom gehen. Wäre ich aber auch.
Ich habe da hinten einen vergessen anzuschließen. So, sofern das gleich alles einwandfrei funktioniert, gehen 12 Stück an den Start. Erstmal. Dann nice. Hätte ich zumindest den Strom für meine Fabrik schon mal produziert. Und noch ein bisschen was extra. Einen ganzen Haufen extra. Ja, ich habe das noch nicht ausgestellt, dass er das da reinpostet. Eigentlich habe ich den nur, damit er die Leute wegbannt, die mir irgendwie die besten Viewer verkaufen wollen. Ich habe keine Ahnung, aber er macht es. Er ist sehr zuverlässig da drin. Wenn eins funktioniert, dann das. Die werden so schnell weggebannt, dass ich nicht mal lesen kann. Das ist mega. Also der hat die quasi schon direkt weggebannt, bevor ich überhaupt was davon mitgekriegt habe. Jo. Besser geht's ja gar nicht, ne? Ja. Da denke ich auch. Macht ihr das nur bei Bots, die dir so eine lange Nachricht schreiben oder auch die, die erst versuchen, einen auf Smalltalk zu machen? Ich glaube, der macht das nur bei denen, die direkt eine Nachricht mit einem Link schreiben wollen. Ja. Die mit dem Smalltalk, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Ich glaube, da brauchst du irgendwie einen bezahlten Mod für oder so. Naja, hast du Links hier für alle erlaubt? Nein, aber die Nachrichten kommen trotzdem im Chat an. Also der bannt den Link weg, also der Link steht nicht mit drin, aber die Nachricht steht ja trotzdem im Chat. Und so halt nicht. Zum Beispiel auch ungern irgendwas dazu im Chat stehen haben. Deswegen werden die bei mir auch immer straight up weggebannt. Ja. Uha.
sind eh immer dieselben oder ähnliche Nachrichten. Einfach ein paar Wörter in SE Blacklist packen. Naja. Ja. Der Y-Spot funktioniert auch super. Das ist ja super. Ja. Ich muss halt nur diese automatische Nachricht noch ausstellen. Ja, Bierkeks. Ja, soweit schon, nur müde. Wie immer eigentlich. Oh ja. Und total in der Sucht drinne, das geht gar nicht. Mhm. Und bei dir... Kennst du also nur zu gut, ja. Achso, nicht, dass du dich wunderst, bis ich die ganzen Treibstoffgeneratoren aufgebaut habe, lasse ich die Plattform unten drunter erstmal noch da stehen, damit ich die Rohre leichter verlängern kann. Ja, würde ich aber auch. Beziehungsweise, was fällt dir ein? Wie kannst du sowas tun? Ja, ich weiß auch nicht. Total unverantwortlich von dir. War so ein spontanes Ding. Das merke ich mir. So. 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 Jo, könnte besser sein, aber naja, ja, kenne ich auch. Bei mir ist echt eher Arbeitsstress und dann abends nicht schlafen können. Ach, warum nicht? Weil ich abends ist so, kann losgehen, ich bin jetzt wach, wir können starten. Mhm. Bei mir ist eher so, das könnte ich noch tun und das könnte ich in Satis noch tun und das und das und das und das und dann kann ich auch nicht schlafen. Man nennt es auch Sucht. Ja. Wo ist denn hier dieses Power-Gedönsbums, wo ich das anschließen muss? Ach, da hinten. Ah. Ja.
Dann machen wir das doch erstmal so. Dass wir hier so einen Balken nehmen. So, den gleichen Bums machen wir jetzt hier. Und hier. Arbeit ist auch so ein Thema. Hab heute Morgen ein Vorstellungsgespräch, weil ich aus meinem Beruf einfach raus muss. Du musst nicht sagen, wo du arbeitest, aber es wäre nice zu wissen, als was du arbeitest. So, jetzt muss ich den ganzen Bums hier, ich habe vergessen, das vorher zu machen, was sehr, sehr ungünstig ist, weil jetzt verbrate ich gerade Turbotreibstoff, ohne dass wir was von dem Strom haben, den wir gerade produzieren. Mhm. Ich muss zusehen, dass ich den angeschlossen kriege. Also, die Fabrik hier hinten. Oh ja. Oh, du bist Bestatter. Oh, ja, willst du dann in dem Umfeld bleiben oder dich komplett umorientieren? Das wäre... Ja. Keine Ahnung. Bestatter ist schon hardcore. Mhm. So. Soweit alles toll und schön, aber wir fahren Kripo-Dienst und das, was man da sieht, ist mittlerweile nicht mehr schön. Gerade wie so noch 14-jähriges Mädchen. Okay, das weiß ich nicht weiter. Nur noch als Minijob nebenbei möchte ich gern was anderes machen. Oh ja, das kann ich völlig verstehen. Oh, und ich glaube, also ich habe das ja schon als ITler, der im Krankenhaus arbeitet, dass man da total abstumpft, was so Krankenwegen, Wagen, Dingenskirchen und Bestatter angeht, weil man die jeden Tag sieht. Dann auch der Hauptjob ist. Uff. Respekt vor jedem, der es machen kann, ich könnte es nicht. Ja, definitiv. Bei mir ist es zum Beispiel dasselbe
mit pflegerischen Berufen. Oh, das könnte ich auch gar nicht. Bin ich überhaupt nicht der Mensch für. Ja. Same hier. Verdammt. Könntest du mir gleich nochmal eben, wenn du Zeit hast, sagen, wo du den Netzschalter für die Pumpfabrik hinmachen würdest? Hä? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Du hattest eben irgendwas gesagt, dass ich einen Netzschalter irgendwo hinmachen soll bei meiner Stromproduktionsfabrik. Netzschalter? Ach so, nee, das war, wo das ausgefallen ist. Ach so. Ja, ich starte jetzt wieder die Fabriken neu, damit die mit Turbofuel bepowert werden. Mhm. Weil jetzt haben wir einiges mehr an Stromproduktion. Oh. Oder auch nicht. Du musst an einen Pfosten rangehen und das einmal hochfahren wieder. Nee, den kannst du eingeschaltet lassen. Ich bekomme den Geruch von toten Leuten nicht mehr aus der Nase. Irgendwie so süßlich und gleichzeitig beißend. Mhm. Kenn ich. Ist total komisch. Und vor allem, wenn du die... was ich damals schlimm gefunden habe, war, dass man zwischenzeitlich irgendwo die Gerüche wiederfindet, wo man es nicht erwartet. Okay. Ja, ist eigentlich relativ einfach zu erklären, aber das ist halt auch schon echt komisch. Ich hab gleich keinen Treibstoff mehr. Oh, gut. Okay, beide Fabriken gehen nicht. Beide kriege ich nicht gleichzeitig dran. Ja. Hast du genügend Material vorhanden, um Energiespeicher zu bauen? Warte mal. Warum steht hier, dass ich eine Kapazität von... Meine blöde Frage. Hm? Die Stromzufuhr hattest du schon fertig gemacht, ne? Ja. Aber irgendwie... Stimmt hier gerade was, ne? Gib mir... kannst du deine Fabrik einmal abschalten? Mhm. Oh. Also so echt schöner Job, auch die Arbeit mit den Angehörigen ist jetzt super schön, aber gibt halt auch die schlimmen Seiten. Kripo-Dienst 24/7 erreichbar.
Noch bin ich jung und kann das eher. Oh ja. Also ich habe zwar nicht sowas gemacht und kein Verhältnis dazu, aber ich habe auch den Job gewechselt und eine neue Ausbildung dazu gemacht. Kann ich nur empfehlen. Ist zwar absolut kacke, aber hat sich am Ende gelohnt. Du musst den Sicherungskasten wieder einschalten. Du hast auch gesagt, ich soll sie ausschalten. Ja, aber du hast ja die Sicherung gekillt, oder nicht? Oh. Nee, die hatte ich eigentlich schon wieder eingestellt. Ah, okay, nee, dann. Genau, das ist an. Ist jetzt nur, dass ich irgendwie trotz dessen, dass ich da hinten jetzt so viel angeschlossen habe, zu wenig Strom produziere. Lass mich mal was gucken. Das geht doch auch hier hinten dran. Und die produzieren ja hier jetzt auch alle. Die produzieren 250 Megawatt. Ja. Hast du die Verbindung zu mir hier hinten rüber gekappt? Nein. Sicher. Weil wir haben doch nicht nur eine Stromkapazität von 3800 Megawattstunden. Doch. Nein. Doch. Ihr habt mir doch vorher schon, ohne dass meine Treibstoffgeneratoren damit dran hingen. Ja, deswegen frage ich ja, ob du deine Treibstoffgeneratoren richtig angeschlossen hast. Ja. In den Treibstoffgeneratoren selber wird mir ja auch angezeigt, dass wir, dass sie am Stromnetz hängen. Ja, gib mir einen Moment. Mhm. Ich eile. Ups. Das nenne ich Leben am Limit, mit einem Treibstofftank hier rumzukrebsen. Ach Moment, ich kann mir hier einfach was rausnehmen. Ja, ich habe rausgefunden, was das Problem ist. Ist relativ einfach. Haben wir eine Kapazität von 9000. Das kommt schon eher mit dem hin, womit ich gerechnet hatte. Ja, du hast ja alle Sicherungen knallen lassen und hast die Sicherung nicht wieder eingeschaltet. Oh. Ja, ich tausche mal die Sicherungskästen für die Anlagen aus. Das Ding verbraucht 7,5 Kubikmeter Treibstoff pro Minute. Greenpeace! Nichts ja, gibt's. Und? Das sind feinste Dämpfe, die in die Umwelt entlassen werden. Genau. Wir wollen den Planeten hier abkühlen. Irgendwie müssen wir ja Wolken entstehen lassen. Eben. Verstehe ich jetzt auch nicht. Nee, ich auch nicht. Aber hast du noch übertakte mal so einen Motor?
Meinst du einen Treibstoffgenerator? Ja, ja, meine ich. Komplett? Klar. Oh, na klar, warum nicht, ne? Ja. Rein in die Luzi. So. Jetzt macht er 625 anstatt 250. Das ist ein bisschen was. Ja. So, jetzt habe ich den Kohlestrom an normalen Schalter angeschlossen. Weil diese intelligenten Schalter sollten wir wirklich nur an, wie heißt es gleich noch, an echte Anlagen anbringen. So, jetzt verpulvert der 18,75 Kubikmeter die Minute. Und hast du die Dingsens schon angeschlossen? Deine Fabrik läuft wieder? Die Turbofuel, ja. Die andere noch nicht. Ja, dann schließ die doch mal mit an. Nein! Natürlich muss ich den Netzschalter auch ganz nach oben bauen. Weil wohin denn auch sonst? Jo. Nein, die Sicherungen sind durchgebrannt. Ja, das liegt an mir. Also meine habe ich wieder eingelegt. Passt. Ja. Du hast genau umgelegt, als ich den Schalter hier umgelegt habe. Weswegen das gecrashed ist. Oh, brauchtest du noch irgendwie Fuel? Nee, nicht mehr. Ich habe mir das aus dem Drohnenport genommen. Okay. By the way, schon mitbekommen, dass Palworld eine Klage wegen Copyright Infringement am Hals hat. Haben die das nicht schon mal probiert? Ja, jetzt ist es aber Nintendo selbst. Oh. Und die Pokémon Company. Ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, wie viele Handy-Games es gibt, die Pokémon alle ziemlich ähnlich sind, dürften die erstmal alles wegklagen. Nee, machen sie ja andauernd. Aber es darf halt nicht dem Geschmacksmuster entsprechen. Wow. Deswegen sind die da so genau am Prüfen und am Ende wird dann rauskommen, dass eine Pokémon hat, dass eine Pokémon, das existiert, hat dieselben Augen wie ein so ein Viech in Palworld. Oh, die in Palworld sehen teilweise schon sehr aus wie Pokémon, muss ich sagen. Ja, ja, aber das ist ja nicht das Problem. Sondern, wenn es 1:1 Kopien sind. Genau, und, Ach, die sind doch nur neidisch, weil Palworld funktioniert. Und weil Pokémon es halt bis jetzt noch nicht gemacht hat. Ja. Das ist doch der einzige Grund. Ja, aber Nintendo ist auch eine Firma, die zum Teil den Schuss nicht gehört haben.
Die verklagen alles und jeden. Es gab mal, oder es gibt immer Fanprojekte zu Pokémon. Mhm. Die werden auch alle weggeklagt. Hä, warum? Es ist doch so dumm. Ja, weil es die Pokémon Company ist. Bei Palworld gibt's Waffen, was wiederum den Ruf von Pokémon schädigen könnte. Genau. Ja, aber warum? Pokémon sollen lieb und freundlich sein. Mhm. Und in Palworld wird die Waffengewalt unterstrichen. Ja, aber es ist ja auch kein Pokémon. Es ist ja Palworld. Ja, aber wenn du das Pokémon mit eins aus Palworld verwechseln könntest, was dann Waffen trägt, dann ja. So wird dann wahrscheinlich die Argumentation sein, weswegen die auf den Copyright-Claim gehen. Es ist einfach so dumm. Vor allem, Pokémon soll friedlich sein. Und dann haben sich manche die Beschreibungen von den Pokédex-Einträgen aber nicht durchgelesen. Die sind alles aber teilweise nicht friedlich. Mhm. Meine Güte. Ich meine, schau dir mal Palworld-Viecher an. Zeig mal einem, der keine Ahnung hat, ein Palworld-Vieh und frag den, was der von dem Pokémon hält. Du musst immer von unwissenden Leuten und Kindern ausgehen. Ja. Ja, da gehe ich voll mit. Die sehen teilweise schon sehr ähnlich zu den Pokémon aus. Die sehen teilweise schon sehr, sehr ähnlich aus. Ja, und darauf wird man halt gehen. Man wird dann sagen, guck mal, da geht Oma Gisela, will für ihren Neffen, der 3 Jahre alt ist, Pokémon kaufen, aber sie hat vorher bei ihrem Sohn gesehen, wie er mit einer AK-47 in Palworld Menschen getötet hat. Und schon heißt es, das Spiel ist aber gewaltvoll. Also da stimme ich dir voll und ganz zu, dass eine sehr hohe Verwechslungsgefahr besteht. Besonders im Bereich der Unwissenheit. Ich muss ja sagen, ich freue mich schon auf diese, auf die diesjährige oder nächstjährige Game of the Year Show. Weil da wird einfach nonstop kommen. Den Entwickler kenne ich gar nicht. Oh, den Publisher kenne ich nicht. Woher kommt denn dieser Publisher? Warum ist denn der Publisher dabei? Und man wird nie was von EA hören. Existierst du noch?
Ich habe einen Knopf gedrückt, den ich nicht drücken wollte. Ah. Hast du noch gehört, wie ich, oder du hast gehört, dass ich zu dir existierst, du noch gesagt habe, ne? Ja, ich habe auch drauf geantwortet, aber es kam bei dir nicht an, weil ich mich gemutet habe. Ja, deswegen hatte ich gefragt. Ja. Ja. Ja, ich habe einen Mute-Knopf an meiner Maus dran für Discord. Und da bin ich gerade aus Versehen gegen die Tastatur mitgekommen. Ja, deswegen habe ich den mittlerweile von meiner Maus weggemacht. Komisch. Ja, ne, sehr komisch. Mhm. So. So. Du musst jetzt. Du musst jetzt mitsagen. Also, entweder. Ene, mene, miste. Was? Ach, sei doch still, das meinte ich doch gar nicht. Ach so. Entweder wir übertakten die Treibstoffgeneratoren jetzt oder wir bauen wirklich 100 Stück. Also das Gute ist, wie viel Strom produzieren wir gerade? Viel. Produzieren oder wie viel Kapazität ist? Kapazität. 9,8 Gigawatt. Wie viel verbrauchen wir? 9. Hä? 9, irgendwas Gigawatt. 9 und ein bisschen. Verbrauchen wir aktuell? Ja. Also wir haben noch 800 Megawatt über. Okay. Das ein bisschen wenig, ne? Deswegen sage ich, also entweder schließe ich jetzt noch mehr Treibstoffgeneratoren an oder ich übertakte die 12, die ich hier habe, halt voll. Ich würde in dem Fall erstmal neue bauen. Okay. Ich lasse den einen aber übertaktet. Nee, warte, ich nehme die Übertaktung wieder raus. Ja, ich dachte, wir verbrauchen weniger. So, wir haben jetzt eine Maximalkapazität von 8700. Nee, 9295. Bierkeks. Dankeschön, ich freue mich, dass du dabei warst. Danke, er wünscht uns viel Spaß und dann bis zum nächsten Mal und ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Danke für den Follow, wirklich, Dankeschön. Viel Spaß bei der Arbeit. Ist ein bisschen makaber, merkst du selber, oder? Ein bisschen. Viel Erfolg auf der Arbeit kann man in dem Fall auch nicht wünschen. Hab einen entspannten Abend. Das sagt man nicht. Was? Das sagt man nicht. Man sagt nicht, hab einen entspannten Abend oder eine entspannte Schicht. Das geht nach hinten los. Ich wünsche eine ruhige Schicht, das mache ich immer. Ja, obwohl, nee, das ist was anderes, als wenn man sagt, oh, die Schicht ist ja so ruhig. Ich glaube, das ist der verfluchte Satz. Okay. Dann passiert immer was. Dann arbeite. Okay. Mehr sage ich nicht. Auf dass die Arbeit schnell umgeht. Ja, das. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Verflucht ist. Heute ist aber wenig los. Oh ja, stimmt, das war der verfluchte Satz. True. Oder gleich ist Feierabend. Mhm. Und dann kommt noch irgendwas. Irgendwas? Und dann gibt's einen vollwertigen Ausfall des Kernsystems und du hockst dann da plötzlich 23 Stunden auf der Arbeit rum. Ach, was meinst du? Wie letztes Mal? Na was? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich glaube, wenn ich Jackie demnächst sage, oh, waren aber wenig Feuerwehreinsätze in letzter Zeit, dann dreht die mir auch den Hals um. Ja. Dann geht nämlich zielsicher genau dann der Pieper los. Oh ja. Oh, das darfst du jetzt auch nicht mehr sagen.
Was? Dass der Pieper losgeht. Oder, ach, der Pieper ist ja heute auch noch gar nicht losgegangen, ne? Nee, das darfst du nicht mehr sagen. Ja, ich weiß, aber noch hat sie keinen. Doch, darf ich sagen. Nee, du darfst es nicht sagen aus weltlichem Geschehen. Und nicht, weil Jackie einen bekommt. Oh, meinst du wegen den Dingern, die hochgegangen sind, oder was? Ja, der Mossad, also der israelische Geheimdienst, hat im Libanon 2200 circa Pieper der Hisbollah in die Luft gejagt. Ja, das habe ich mitbekommen. Ich meine, das ist gerade komplett in den Nachrichten. Es wäre traurig, wenn ich es nicht mitbekommen hätte, eher. Ja. Ja. Muss aber eine Bombenstimmung da gewesen sein. Ja. Nee, aber das finde ich schon krass, was sie da geleistet haben, kann man schon fast sagen. Ja. So. Die ganzen Rohre muss ich hier hinten nachher auch noch rot anmalen, aber jetzt gerade ist erstmal wichtig, dass das läuft. Oh ja. Und nicht, dass die Rohre farblich zum Inhalt angepasst sind. So, es sind gleich 12 weitere angeschlossen. Dann haben wir zumindest schon mal 24. Nice.
Okay, das Einzige, was ein bisschen in die Rohre reingeht, ist hier hinten dieses Ding da, aber das ist okay. Bin schon froh, dass es überhaupt funktioniert. Welches Ding da? Hier dieses, diese zwei kleinen Stäbe, die ragen ein klitzekleines bisschen in die Leitung rein. Ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Nee, ich bin der Meinung, dass das okay ist. So, dann... Nur noch die Verbindungen. Nein! Okay. Gut, das wird hier jetzt ein bisschen schäbig vielleicht. Aber solange es funktioniert, wäre ich auch damit noch einverstanden. Ich glaube, ich mache das von hier. Weil der Weg nicht so weit ist. So, jetzt noch hier hinten die verbleibenden 6 und dann haben wir sie alle. Gut, dass das Stromnetz in diesem Spiel unendlich Kapazität hat. Also, dass man nicht zu viel Strom ins Netz einspeisen kann. Oh ja, sonst wären wir förmlich am Arsch. Ja. Vermutlich. Ich gehe ganz stark davon aus. Ja, in echt muss man ja immer drauf aufpassen, dass ein- und ausgespeiste Last immer ungefähr gleich ist. Ich glaube, das wäre hier schlecht, wenn ich darauf auch noch achten müsste. Was? Stromschwankungen im Netz sind doch immer gut. Vor allem, wenn man auf einmal von den 50 Hertz abweicht. Ganz klasse Idee. Ja. Doch, da freuen sich auch die Stromnetzbetreiber immer drüber. Selbstverständlich. Finden die ganz, ganz klasse, wirklich. Wenn du auf einmal ganz viele Leute panisch rennen siehst, bei uns in der Firma, dann ist irgendwie sowas passiert.
So, wir haben jetzt eine Kapazität von... Geht das noch weiter hoch? Warum schwankt die Kapazität so? Weil deine Motoren entweder nicht genügend Strom bekommen, Fuel, oder irgendwelche von meinen Generatoren nicht genügend Fuel bekommen. Es könnten meine sein, weil ich einen ganzen Haufen Sachen rausgenommen habe. Ja, wir machen jetzt um die 11 Gigawatt ungefähr, bisschen weniger. Nice. Ja. Oh, warte mal, ich habe ein Kabel vergessen. Wie passiert denn sowas? Ach, ich weiß es doch auch nicht. Mann. So. Jetzt. Also im Peak kommen wir auf 11,7. Okay. Ist das viel, wenig? Naja, wir haben gerade einen Verbrauch, einen Maximalverbrauch von 9. Also ja, haben wir gerade 2 Gigawatt im Überschuss ungefähr. Ja, das ist doch schön. Ja. Und einen Stromboost von 1 Gigawatt mittlerweile. Mhm. So, jetzt guck ich mal eben in das Storage rein. Das ist eher voller oder... Oh. Oh. Sicher, dass die hochstacken, die Storage-Teile? Eigentlich ja. Weil oben ist gar nichts drin. Warte, ich guck mal in den anderen. Ne. Da ist... Nix drin. Hm. Obwohl die Leitungen davor proppevoll sind und definitiv befüllen könnten. Ja, dann tun die es nicht. Verdammt. Ja, die hier oben produzieren auch schon gar nicht mehr, weil die quasi voll mit Turbo-Fuel sind. Also daran, also an meinen Maschinen kann es definitiv nicht liegen, wenn wir Stromschwankungen haben, weil die Leitungen, die sind alle so bumsvoll mit Turbo-Fuel. Nee. Bei mir wird oben der Treibstoff abgezogen, damit das Lager wieder voll mit Treibstoff gemacht wird. Ach so, ja, okay. Verstehe, ich verstehe. Gut. Was ist Ja, ich glaube, ich werde mir mal mehr Zeug holen und noch mehr Brennstoffgeneratoren dahin schmeißen, was? Jo. Ich überlege nur, ob es... Nee, habe ich keine Lust drauf. Kommt nicht auf die zweite Etage. Das Ding wird einfach
Oh boy. Wenn ich mir überlege, ich muss 25 davon in der Reihe hinkriegen. Ja, hast du ein bisschen was vor dir, ne? 25. Und jetzt gerade habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 in einer Reihe. Was Sinn macht bei 24 und 4 Reihen. 6 in einer. Ich komme mit dem Platz nicht aus. Dann musst du übereinander. Das passt nicht. Moment. Ich habe natürlich auch keine gerade Zahl. 100 ist keine gerade Zahl? Nein, ich habe 4 Reihen A 25 und wenn ich eine zweite Etage oben drauf mache, dann ja. 25 kann ich ja nicht durch 2 teilen. Also kann ich schon, aber kommt halt nichts Grades bei raus. Dann ein halbes Maschinchen aufstellen ist schwierig. Du kannst 50% auswählen. Sonst mach das doch anders. Wenn du 20er Reihen machst, ja, dann machst du 4 20er Reihen. Mhm. So. Und die fünfte Reihe baust du dann hier hinter. Aber du hast nur 4 Treibstoffsachen, ne? Ja. Ja, dann könntest du die hier, alle 4 Treibstofflinien hier am Ende in 1 machen mit einem Ventil. Ja. Oder am Ende jeder Treibstofflinie ein Ventil setzen. Damit bestimmst du die Flussrichtung. Und dann führen alle zusammen und verteilen sich hier in den. Ja, ich muss nur gucken wegen dem Durchfluss. Da brauche ich auf jeden Fall die MK2 dann. Lass die halbe als Overflow. Ja, das bringt aber nichts, wenn ich nicht genug Treibstoff für die halbe habe. Jo. Oh, baue 5000 Fundamente. Nice. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich gleich mein Inventar nochmal vollpacke. Und dann schaue ich, wie viele ich hier noch in einer Reihe dahinter bekomme. Drei Millionen Stück. Ah, das wahrscheinlich eher nicht so. Nice. Und hallo erstmal. Hi. Wie geht's dich? Hallo, Peanut. Was geht denn so bei dir? Mir geht's gut, bin vollgefuttert. Und Update Suchtis Factory. Mhm. Und fang gleich mit Alu an. Auch sehr gut. Bin ich auch dabei. Ergebnis von heute: Ich habe eine Aluminium-, eine Bauxitlinie fast schon zum Zug gefahren. Wahrscheinlich wäre die Strecke von da einfach da hinten irgendwo runter einfacher gewesen. Wahrscheinlich. Verdammt. Muss vor Ort verarbeiten, hab kein Wasser in der Wüste. Das ist doof. Ich wollte gerade sagen, das ist problematisch.
und habe heute ein 24.000, also 24 Gigawatt Kohlekraftwerk geplant. Was? Oh. Und ich dachte, ich wäre also, dass das Kohlekraftwerk, das wird ja dann noch größer als meins, weil du brauchst mehr Kohlegeneratoren, um so eine Leistung zu bekommen. Es sei denn, du übertaktest halt alles maßlos. Dann natürlich nicht. Oh, Glück gehabt. Ja. Ich brauche noch mehr Gummi und mehr Kupferblech. Mit Compact Coal. Aber... Also ja, das bringt mehr, aber Öl bringt trotzdem mehr, oder? Oh, nein, da darf ich nicht rein. ...320 Generatoren. Junge, Junge. Das ist so sinnbefreit. Aber voll geil. Ja, das vielleicht schon, aber... Boah. Digga, tu dat not? Nö. Absolut nicht, aber geil ist es trotzdem. Ich weiß nicht. So. Bin noch einmal überlegen, wie ich die aufsetze, wahrscheinlich in abschaltbaren Blöcken. Ja, würde ich auch so machen. So, Kupferblech und Turbodraht und dann geht's auf, ganz viele Generatoren platzieren. Ich glaube dann 4x 3. Wie kommt das bloß? So, noch ein bisschen Kupferblech und dann bin ich durch mit dem Bums. Kann ich erstmal wieder ein paar davon platzieren. Bei uns stehen aktuell 116 Kohlegeneratoren. Oh. Okay, ja, wir haben gerade 24 Treibstoffgeneratoren mit Turbofuel. Und es werden hinterher, also von der Produktion her, kriegen wir damit 100 Treibstoffgeneratoren befeuert. Mit dem, was wir gerade an Turbofuel produzieren. Ja. Und dann kannst du dich schon dem nächsten Projekt widmen. Oh ja.
Denn wir brauchen wie viel? Treibstoff? Nee, nicht Treibstoff, sondern wir brauchen ja noch Atomkraftwerke. Mhm. So, jetzt habe ich 10 in einer Reihe. Wenn ich unten 40, oben 40, dann müsste ich 10 so in der Reihe hin machen. Und dann auch wieder 2. Nee, das ist kacke. Das Ding ist, die Frage, ob wir so viel Strom brauchen, ist eigentlich total dumm und überflüssig. Weil ja. Ja, tun wir. Aktuell nicht, aber ja. Ja, aktuell läuft auch alles nur so, naja, provisorisch. Ohne richtige Fabrik dahinter. Und wenn wir gewisse Zahlen erreichen wollen, dann muss das Ganze halt schon ein bisschen mehr werden noch. Jo. So. Aber ich habe mir auch gesagt, dass ich unter der Woche wahrscheinlich nur noch so bis 9:30 streame, weil ich muss einfach früher ins Bett kommen. Ich bin die letzten Tage auf der Arbeit so tot gewesen. Ja, auf jeden. Ich bin auch nicht besser. Also hier kriege ich auf jeden Fall nochmal 10 hin. Ich guck mal, wie viele ich hintereinander platziert bekomme. Maximal, bis ich da hinten an der Wand angekommen bin.
Ja, maximal hintereinander bekomme ich 20 Stück. Ja, das wird sich doch. Erst ich krieg dahinter aber keine, keine Reihe mehr. Wo ich die restlichen 10 dann noch aufstellen. 10? 20. Das sind dann noch 20. Ja, Was ich natürlich machen kann, ist. Aber 20 kann ich wieder. Doch, das geht. Dann mache ich halt nur teilweise so ein Ding drüber. Wo die restlichen hinkommen. Ja. Es passt wie Arsch auf Eimer. Ehrlich jetzt. Oh, fuck. Genau, dann habe ich. Genau. 20 in einer Reihe, heißt 80 hier unten. Moment. Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, genau. Heißt, ich müsste 20 auf die nächste Ebene packen. Sprich, das wären 5 in einer Reihe. Mhm. Ja, das passt. Dann pumpe ich das, den Turbofuel auf der anderen Seite einfach hoch. Und dann passt das. Es ist zwar eine Plattform über die komplette Länge der Insel hier quasi, aber ist mir eigentlich auch relativ bumm, solange es funktioniert. Ich wollte gerade sagen, das soll doch nur funktionieren. Ja, ich mache das dann noch ein bisschen schön außenrum, aber... Okay, es soll nicht nur funktionieren, es soll am Ende auch noch hübsch aussehen. Ich glaube, das wird dann die Problematik. Ach was, so 20 Treibstoffgeneratoren aneinandergereiht sehen doch wunderhübsch aus. Ja, können sie, wenn sie wollen. Wollen sie aber nicht, wa? Nee. So. Na komm, mach eine Connection. Strom. So, mal gucken, in der nächsten halben Stunde sollte ich zumindest die Treibstoffgeneratoren noch anschließen können, die ich jetzt gerade gebaut habe. Nice. So, vorm Streamende, damit man das noch... Damit zumindest alles in Betrieb ist, was man gebaut hat. Ah.
Ja, irgendwie will man ja einen Abschluss haben. Ja, einen halbwegs anständigen Stream-Abschluss. Wenn man schon nicht alles fertig baut, dann zumindest die Sachen angeschlossen haben, die man gebaut hat. Yep. War das ein Husten oder ein Niesen? Ein Husten. Okay. Trotzdem Gesundheit. Dankeschön. Ach ja, ich sollte die vielleicht auch noch mit den Leitungen verbinden. Macht den späteren Transport von Turbotreibstoff leichter. Was? Habe ich mir sagen lassen. Kann aber auch nur ein Gerücht sein. Ich glaube, es ist ein Gerücht. Ich glaube auch, das wäre ja viel zu wild. Yep. Ich habe ein Betriebsfest. Was ist da dran so schlimm? Es fängt abends um 18 Uhr an. Oh. Ist am Arsch der Welt. Und kein Zocken für dich. Kein Zocken für mich und nur eine Kollegin, mit der ich viel zu tun habe, ist da. Die anderen kommen alle nicht. Oh, ja, okay. Und ich bin halt einfach nicht so der Mensch, der gerne mit anderen redet. Wenn ich ganz ehrlich bin. Und lass mich raten. Jackie ist nicht mit dabei. Nope. Okay, weil wir nicht wussten, ob alle damit fein sind. Deswegen haben wir gesagt, dass wir das lieber lassen. Ich meine, im Endeffekt wäre es nicht unser Problem, aber trotzdem, ja. Weil du jemanden mitbringen willst? Nein, weil ich mit einer Frau da bin. Also. Okay, das war jetzt ein bisschen zu stumpf für mich. Ja, es sind halt nicht alle fein damit und dann weiß ich nicht. Wie gesagt, eigentlich nicht unser Problem, aber man muss es ja nicht. Weiß ich nicht. Klar, auf die Fresse. Fertig. Was dagegen ist mir egal. Pam! Ja, wirklich. Ja, mir ist es im Endeffekt auch egal, ob jemand was dagegen hat, aber man fühlt sich trotzdem irgendwie immer unwohl. Wenn ich jetzt sage, ich kann es verstehen, ist das ein bisschen widersprüchlich. Ja. Ah, meine Bestellungen sind da. Oh, hast du was zu essen bestellt? Nein. Es ist einfach kein Beton mehr hochgeladen. Ups. Nee, ich habe noch selbst welchen. Gut. Ich bin nicht schuld.
So. Betriebsstoff Nummer 1 eingeladen. Aber irgendwie finde ich das lustig. In einem Krankenhaus mit kirchlichen Träger ist das irgendwie das geringste Problem. Ja, bei uns ist das eigentlich auch gar kein Problem. Und wenn irgendwer ein Problem damit hat und das öffentlich kundtut, und ne, dann gehe ich halt zum Betriebsrat, sag denen das und dann hat sich das Problem auch wieder erledigt. Aber wieso gehst du deswegen zum Betriebsrat? Na, wenn sich das Problem nicht ohne lösen lässt. Also je nachdem, wie es halt ausartet, ne? Ja, okay, wenn jemand sagt, er findet das nicht cool, würde ich da jetzt auch kein Problem drin sehen, ne? Das nein, dann nein, eher... nein, das meine ich auch nicht. Das okay, meine ich gut. Nicht. Ich meine, je nachdem, wie das ausartet. Also, ne, falls das in anderen Dingen endet, die ja leider Gottes immer noch vorkommen in der Gesellschaft. Am lustigsten fand ich tatsächlich den Vergleich mit einer dreibeinigen Kuh oder so. Was? Ja, das ist ja das Gleiche. Also eine dreibeinige Kuh, das ist ja genauso wie als wenn man lesbisch oder schwul oder so ist. Muss ich das jetzt verstehen? Ja, die hat es als abnormal quasi. Es ist ja nicht normal, dass der Kuh nur drei Beine hat. Ach so. Ja. Irgendwie fand ich den lustig, den Vergleich. Das Video konnte ich mir vor lauter Fremdscham auch gar nicht zu Ende angucken. Oder dann ist der Moderator dann zu einer hingegangen und hat gesagt, ja, was würden Sie mir dann sagen, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, dass ich schwul bin und auf Männer stehe? Ja, das tut mir sehr leid, aber es gibt ja mittlerweile auch gute Behandlungsmöglichkeiten dagegen. Und ich saß da nur so, warte, meint er das gerade ernst? Meint er das ernst? Oh, ist das scheiße. Ja. Also, Ich glaube, der Take ist ein bisschen komisch von mir, weil ich selbst damit nichts zu tun habe, ne? Also für mich gibt es nur, ich sag jetzt mal, eine Sache, solange du fucking glücklich bist, ist ja alles in Ordnung, ne? Die andere Sache ist, wenn man merkt, du solltest in psychiatrische Behandlung gehen, weil du dir selbst schadest, weil du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Ich sag jetzt mal, du kommst wirklich aus so einem erzkonversativen Haus, ne? Und das ist einfach, ich sag jetzt mal so, wirklich so eine maximale Stresssituation. Dann würde ich immer zum Therapeuten, Psychiater, was auch immer, raten. Auf jeden Fall. Aber es muss richtig rübergebracht werden. Und ich habe den Eindruck, das ist zum Glück hier auf dem Plattenland nicht so schlimm, dass sehr viele Menschen das als sehr kritisch ansehen. Also, sobald wir in irgendwelchen Universitätsstädten unterwegs sind. Ja. Oh, ich weiß gar nicht. Also, es kann helfen, vor allem wenn man sich halt wirklich, also wenn man damit gar nicht klarkommt, ne? Also wenn ich mir allein überlege, wie lange ich
gebraucht habe, um mir das selber erstmal einzugestehen, dass das so ist, dass ich nicht auf Männer stehe. Erstmal waren dazwischen schon so 2-3 Beziehungen mit Männern, wo ich eigentlich hätte schon merken können, dass das vielleicht nicht das Richtige für mich ist. Aber ich war dann halt auch immer so, nee, überhaupt nicht, das kann ja gar nicht sein. So, weil ich mir das halt auch einfach selber nicht eingestehen wollte, dass ich halt auf Frauen stehe. So. So, und das wäre für mich der Punkt, wo ich sagen würde, ey, geh doch einfach mal zum Therapeuten, Psychologen, der in diese Richtung unterwegs ist. Ja. Und dann einfach dir Fragen beantworten kann. Ich glaube nämlich, dass dieses Nicht-Beantworten von Fragen und damit allein irgendwo auf Google rumzuhängen und dann auf gutefragen.de seine Antwort zu suchen, ist, glaube ich, eher kontraproduktiv. Ja, ziemlich. Und dann hängst du da halt mit meistens ja alleine damit rum. Ja, es war so. Ich weiß nämlich auch nicht, ob man da unbedingt mit seinen Eltern offen drüber sprechen möchte, vor allem. Nope, ich hab's nicht getan. Ich hab's ganz lange mit mir selber ausgemacht und der Erste, der es erfahren hat, war tatsächlich Fabi. Und da haben wir auch sehr, sehr viele Gespräche geführt. Mhm. Sehr, sehr viele, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich glaube, als Nächstes habe ich das tatsächlich meinen Eltern gesagt. Meine Eltern waren so die nächste, in Anführungszeichen, Anlaufstation dann halt, ne? Ja, okay, und das ist ja relativ auf jeden Fall. Mann. Ja, also meinem Dad habe ich es nicht selber gesagt, tatsächlich. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich weiß, das hat meine Mama für mich übernommen. Ich habe meiner Mama, ich habe wirklich, ohne Scheiß, ich habe das zu keinem, bis zu einem gewissen Punkt habe ich es zu keinem persönlich gesagt, sondern immer nur per WhatsApp geschrieben. Fabi habe ich es per WhatsApp geschrieben, meiner Mama habe ich es per WhatsApp geschrieben, meiner besten Freundin habe ich es per WhatsApp geschrieben. Ich habe mich nicht getraut, darüber zu reden. Konnte ich nicht. Ja. So, und dann kam der Zeitpunkt der Mannschaftsfahrt. Zu dem Zeitpunkt wusste meine beste Freundin das auch schon. Hm. Und dann haben wir ein Spiel gespielt. Oh mein Gott, Ich bin unfassbar dankbar, dass wir dieses Spiel gespielt haben. Ich will es direkt schon mal vorab sagen. Okay, Ich war jetzt auf einem anderen Level von Spiel und dachte mir so, Alter. Nein. Wir haben ein Spiel gespielt, da mussten. Zwei Leute sind rausgegangen. Also das Spiel heißt Paranoia. Zwei Leute sind rausgegangen. Und die noch in der Gruppe, in dem Wohnzimmer dann saßen, in dem Fall, mussten sich eine Regel überlegen. Also wie zum Beispiel, man antwortet immer für den links neben einen. Wenn einer eine Frage gestellt bekommt, dann muss man so antworten, wie man denkt, dass der links neben einem antworten würde. So, und wir hatten zum Beispiel eine, die war mit unserem Trainer verheiratet. Und dann hatten wir aber auch welche, die mit Frauen verheiratet, oder die halt, oder eine, die mit einer Frau verheiratet war zu dem Zeitpunkt. Warte mal eben. Ja. Das ist doch jetzt so voll Klischee-Frauenmannschaft, oder? Ja. Ja. Okay, ist gut. Es. Und dann genau hatten wir das, dass wir für den Links neben uns halt antworten mussten. Und die rechts neben mir saß, also ich saß dann halt offensichtlich links von ihr, das war die, die mit unserem Trainer verheiratet war. Und, bitte sag mir, die ist erzkonservativ und... Nein, überhaupt gar keiner. Oh. Gar keiner aus der Mannschaft war so. Oh, ich dachte, du erzählst eine lustige Story dazu. Nee. Und dann wurde sie halt gefragt, ob sie auf Männer steht. So, was ja offensichtlich war, weil sie war ja mit dem Trainer verheiratet. So, und immer wenn, also sie musste dann halt quasi für mich antworten und wenn sie falsch antwortet, musste ich Paranoia sagen. Und okay, das war der Moment, in dem ich mich geoutet habe.
an sich cool, aber auch irgendwie ein bisschen komisch. Das war für mich die perfekteste Gelegenheit, aber das zu sagen. Ich wollte gerade sagen, solange du damit besser klarkommst als jeder fucking andere, ist ja alles gut gelaufen. Alleine hätte ich mich auf der Fahrt nicht geoutet. Garantiert nicht. Hätte ich mich nicht getraut. Ja. So, aber mit dem Spiel und die Blicke, die ich danach kassiert habe, waren einfach die besten. Vor allem von denen, die es erstmal gar nicht gecheckt haben. Und dann hinterher gefragt haben, warum mich alle so angucken. Oh, ja, das war gut, das Spiel. Das hat mir sehr geholfen. Das glaube ich. Weil du gehst ja nicht hin und sagst, ach übrigens, ich stehe auf Frauen. Also, ich mach das nicht. Nicht? Ey. Also, das Also, es sei denn, mir geht ein Typ hardcore auf den Sack, dann mache ich das schon, aber. Achso, ich glaube, das machst du auch als, hier, wie heißt das? Straight. Also. Ja. Ich würde die Tatsache dann einfach nutzen. So, aber ja, ist ja auch egal. Jetzt weiß ich nicht. Ich habe ein paar Fragen, die sind, glaube ich, nicht angebracht. Stell die Fragen einfach, ich bin mittlerweile total cool. Trau dich, los! Okay. Gucken irgendwelche aus deiner Fußballmannschaft hier zu? Nein. Okay. Wenn du in der Frauendusche bist, ist das dann so, als ob du ein Porno gucken würdest? Nein. So Fleischbeschau, so Nein. Okay. Tatsächlich gar nicht. Aber gut, Ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive ausgehen, ne? Und das wäre halt ja garantiert so. Nee, überhaupt nicht. Und das ist interessant. Also für mich nicht. Vielleicht für andere Frauen, aber für mich überhaupt nicht. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ist für mich überhaupt kein Ding. Das ist ja auch lustig. Jedes Mal in der Dusche einfach DSA Pornhub Intro. Ja! Achso, das Pornhub Intro. Ja. Nee, ist es nicht. Okay. Aber. Bei Boobies kann ich nicht wegschauen. Also jetzt nicht unbedingt unter der Dusche, während der Mannschaft, ne, aber so grundsätzlich. Boobies sind toll. Ich stell mir das nur so gerade vor, das Wasser rieselt von oben, du stehst unter der Dusche und man sieht unter der Dusche, wie dir so ein Sabberfaden runterläuft, während du einfach so einen starren Blick geradeaus hast, in so einer Mannschaftsdusche. Das wäre schon hart lustig. Also, für denjenigen, dem das passiert, nicht, aber... Ich auch nicht, Boobies! Ja, die sind halt einfach toll. Oh ja. Und seien wir mal ehrlich, es gibt nichts Kuscheligeres. Nee. Aber, warte, Weisheiten aus dem Biergarten? Jetzt kommt's. Oder eigene Erfahrungswerte, auf die du vielleicht relaten kannst. Also eigentlich müsste man ja sagen, ich hoffe, du kannst drauf relaten. Das ist völlig unangebracht, ich weiß. Ich find's ja richtig schlimm, wenn du beim Sport warst, ordentlich Brust trainiert hast und dann Treppen runterläufst. Und das dann... Und du dann einfach Muskelkater vom Treppenlaufen kriegst. Ja. So. Paulana aus dem Geschichtengarten. Aus dem Geschichtengarten vor allem. Kreuzung.
Willst du noch weitere dumme Fragen hören? Hau raus. Wie gesagt, ich bin mit allem cool mittlerweile. Okay, das sind wirklich einfach nur so diese Fragen, die man sich unter der Dusche stellt, wenn man einfach nur noch Dünnes im Kopf hat. Wenn du in der Öffentlichkeit unterwegs bist, ne? Ja. In öffentlichen Toiletten fühlst du dich dann unwohl? Also unabhängig davon, dass es eine öffentliche Toilette ist, weil die sind fucking da gross. Fühlt man sich einfach grundsätzlich unwohl. Das liegt aber nicht an der Art der Toilette, sondern einfach... Ja, genau. Einfach, dass sie öffentlich ist, aber nö. Warum? Warum sollte ich? Ja, deswegen. Ich habe keine Ahnung. Nö. Weil es ist ja so, man geht ja auch nicht auf die Toilette des anderen Geschlechtes, sage ich jetzt mal, ne? Nur wenn auf der eigenen nichts frei ist. Ja. Kann ich relaten. Also vorausgesetzt, die Männerklos haben halt was zum Hinsetzen, weil alles andere wird halt schwierig. Ja. Kann ich dir erklären, Peanut? Und zwar, du streichst die Tapete und wenn du wirklich absolut maximal kein Geld hast, dann gibt es bei Obi zum Beispiel Raufaser im Beutel. Und dann streichst du die Wand weiß und wirfst einfach Raufaser dagegen und dann streichst du nochmal drüber. Und dann hast du eine Raufaserwand. Und das ist noch nicht mal ein Scherz. Ich weiß nicht, ob ich das lustig oder schrecklich finde. Es ist an sich eine lustige Idee, aber es ist absolut schrecklich, weil es sieht sowas von scheiße aus. Und du siehst es einfach. Frauenklo kacken beste? Ehrlich ja. Jetzt? Besonders als Mann. Mich wundert gar nichts mehr. Ja, am besten sind eigentlich immer die Kommentare. Hier sieht es viel schöner aus. Hier sind die Toiletten wenigstens sauber. Und du denkst dir so als Mann, what the fuck geht bei euch da drüben ab? Sind 20 Meter 20 Blöcke oder ist eine Wand 2 Meter hoch? Ne, 4 Meter. Eine Wand ist 4 Meter hoch. Ja. Aber da reicht trotzdem eine kleine Pumpe. Unsere Fistech-Leute sind irgendwie Giganten. Während das Brot. Raufasertapete. Schön. Ja, ja. Noch mehr Fragen? Die du schon immer mal stellen wolltest und dich noch nie getraut hast. Naja, mein Cousin ist schwul, also ich hab schon... Ja, okay. Also, jetzt... Das Schlimmste, was ich eigentlich finde, ist... ich glaube, das kannst du aber in jeglicher Hinsicht relaten und das auf jeglichen Menschen zuweisen. Es ist sehr unangenehm, wenn du weißt, dass jemand zum Beispiel homosexuell ist. Mhm. Nicht nur mit dir flirtet, sondern dich auch noch anfasst. Also so, die Hand aufs Bein legt oder dir über den Arm streichelt und du sagst. Boah, ich würde sofort aufstehen und einfach weggehen. Ja. Also das ist das einzige Problem, was ich damit dann hätte. Ja, aber das ist ja, also das ist ja auch, wie du schon sagtest, das ist ja nicht auf ein, weiß ich, nee, das macht man nicht. Man fragt vorher, ob der andere cool damit ist und wenn nicht, dann lässt man einfach die Finger weg. Ich weiß auch nicht, was daran so schwer ist, dass manche Leute die Finger nicht bei sich behalten können. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Das kann ich dir auch nicht beantworten. Beziehungsweise doch, das könnte ich dir beantworten, es kommt aber immer auf die Situation drauf an, finde ich. Inwiefern? Ups. Warte.
voll der Deep Talk hier. Wenn du, sag ich jetzt mal, als so ein bisschen ein schwereres Thema, da muss ich mir genau überlegen, was ich sage. Ich habe das mit einer Freundin, die, ich weiß nicht, wie wir das jedes Mal schaffen, aber da ist das unabhängig, was für ein Beziehungsstatus oder in wen die gerade ist oder. Wenn man sich sieht, ich würde mal sagen, fast eine Viertelstunde später liegt man zusammen kuschelnd im Bett. Oh, ja, das ist was anderes. Ja, aber das ist halt auch so. Aber da sind dann halt auch beide fein mit, ne? Ja, das auf jeden Fall, aber das ist was anderes. Also da, das funktioniert ohne, dass man irgendwie darüber spricht. Ja. So, und das, ja. Ich meine, solange beide fein damit sind, warum nicht, ne? Ja. Sehe ich jetzt nicht so das Problem. Bin ich ehrlich mit dir? Nö. Ihre Ex-Freunde aber immer. Ja, okay. das ist was anderes. Ja, da gab's schon lustige Konversationen. Zum einen zwischenzeitlich sogar ziemlich stumpf. So, die Leitung ist voll. Warum kommt hier oben nichts an? Muss ich die Rohrverbindung etwa neu setzen? Hm? Ist das eine Possibility? It is. Ich glaube auch, dass das ist. Sure. Gut, dass ich die ganzen Dinger noch nicht eingefärbt habe. Ich glaube, dann würde ich jetzt die Krise kriegen. Machen Sie meine Tür wieder einfach zu, die normalen Kommentare, wenn Mann auf der im Frauenklo ist. Dann bin ich froh, dass ich mit meiner besten Freundin Oh, ich habe das jetzt in die andere Richtung gelesen. Also du bist jetzt in einer Beziehung mit ihr. Ich hab's falsch gelesen, Peanut, es tut mir leid. ja. Ja, man kann es falsch lesen. Ah, ich habe nur noch 3 Minuten. Ich bin fertig. Ich nicht. Morgen kann ich dann, weil ich alle Ressourcen da habe, mit der Alufabrik dann endlich auch anfangen. Ja, und ich stelle dir gerade noch den restlichen Strom bereit, den du für die Alufabrik brauchst. Schauber. Oder Bär. Kannst ja gleich mal an den Strommast gucken, wie es gerade ausschaut. Mhm. Oh nein. Okay, das ist nicht so gut, weil hier kommt nichts an. Ich eile. Aber Turbofuel sollte eigentlich drin sein. Doch, ist doch drin. Warum?
Oh, ja, logisch, doch, macht Sinn. Es liegt ja dran, dass ich doof bin. Daran habe ich jetzt nicht gezweifelt, und was ist das Problem? Ich habe vielleicht vergessen, die mit dem Strom zu verbinden, die hier hinten stehen. Oh. Ja. Nice. Das sieht echt mega aus. Es hat irgendwie schon was, wenn das so lang ist, ne? So eine lange Reihe. Ach so. Oh, wow, hätte ich jetzt. Oh, come on, are you fucking kidding me? Mann! Ehrlich, ihr macht mich fertig hier. Ihr macht mich fertig. Ja, wie war das Sprichwort? Great minds think alike. Der Denker ist das Schwein. Und die Lache bestätigt. Tja. Ach, das war übrigens noch nicht alles, was da angeschlossen wird. Ne? Da kommt noch ein bisschen was. Hm. Ist nur so die... Nicht die Hälfte von dem, was jetzt gesamt dran ist, aber die Hälfte von dem, was ich neu gebaut habe. Nice. Dann müsste man ja morgen... dann mache ich vielleicht die Alufabrik fertig und dann fange ich, glaube ich, mal an mit so einer Motorenfabrik oder sowas. Ja. Ich baue dann als nächstes den Turm, wo dann die ganzen Schaltanlagen reinkommen. Und dann, ja gut, ich muss hier ja auch noch ein paar Treibstoffgeneratoren bauen, also ist ja nicht so, als wäre ich schon fertig mit dem Projekt hier. Ja. Aber ich finde, eine Anzahl von 60 Treibstoffgeneratoren an einem Tag ist schon in Ordnung. Ich könnte mir Schlimmeres vorstellen. Ja. So. Meine Güte, ich sollte mir angewöhnen, die auch direkt mit dem Stromnetz zu verbinden. Ja. Ich glaube, jetzt fehlen nur noch ein paar, die noch nicht angeschlossen sind. Die sind alle angeschlossen in der Reihe. Die sind tatsächlich alle angeschlossen. Ja gut, dann bin ich jetzt fertig. Jetzt können wir gucken, wie viel Strom wir produzieren. Okay, wo hast du denn Pfosten stehen? Du kannst dich nie selber angucken, oder? Vielleicht solltest du mal ins Nachbarzimmer laufen und Jackie fragen, wo der nächste Pfosten ist. So. 22,7 war gerade die Spitze. Ja. 22,7 Gigawatt. Da kannst du erstmal noch ein bisschen was bauen. Ja, und unser Strombooster ist mehr oder fast so viel wie... Nee, mehr als unsere Kohleproduktion. Und überleg mal, das ist ja... Also da fehlen ja immer noch 40 Stück.
Das sind nur 60 gerade. Ja. Blödmann. Das ist mega. Ja. Jetzt fliege ich da hoch, damit ich, oh, scheiße. Komm, 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 komm. Oh, ich falle. Oh, das ist jetzt aber ungünstig. Ah. Ich wollte doch ganz gerne da hoch. Hast du mich gerade versucht, in die Luft zu springen, oder was? Was? Nein. Oh, du Lügner. So. Ja, komm mal hier hoch. Es sieht halt echt schon gut aus. Ja, ich muss dir aber noch was bauen. Nein. Tja. Hast du jetzt Sandhof gelaufen, was? Ja, ich hab zu viel rumgespielt. Ich hätte gern noch so ein Übersichtspanel, wo ich sehen, also wo ich zum Beispiel konfigurieren kann, dass ich von diesem Rohrleitungssystem wissen will, wie viel da pro Minute durchgeht insgesamt, aktuell. Ja. Ohne dass ich an die Leitung dran muss. Ja, ich glaube, es gibt eine Mod dafür. Hm. Aber die, funktioniert, glaube ich, aktuell nicht. Ja, wegen der neuen Version, ne? Genau. Ich habe nämlich was gesehen. Wo möchtest du dich heute ausloggen? Hier. Und in die Richtung gucken? Ja. Okay. Dann baue ich dir was. Wow. Hm? Was wird das? Momento. Ach, wie war denn das nochmal? Oh ja. Ich habe eine Vermutung, aber ich bin mir nicht sicher. I'm not entirely sure. Ja, ich weiß nur gerade nicht, wie der gebaut wird. So richtig. Warte. Nee. Was machst du? Ja, wirst du sehen. Okay, ich gehe mal aus dem Weg.
Kannst du die Einstellung nicht einfach kopieren? Ja, aber nicht vom von Panel zu Panel. Die von. Ach so, ja. Bitteschön. Dankeschön. Wenn du dann ausloggst, dann sitzt du da drauf. Ja, ich sag eben Tschüss und dann logge ich mich aus und dann kannst du dann auch Tschüss sagen. Ja. Ich bedanke mich. Ey! Du Blödmann! Warte. Guck mich mal richtig an. Oder kannst du weiter runter gucken? Kannst du bitte. Oh, wie kacke das aussieht. Das Ding ist, du kannst mich auch in die Luft springen und mich töten, wenn ich noch. Ja. Wenn ich offline bin. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bei mir geht es am Samstagabend weiter, auch wieder mit Satisfactory, natürlich. Ich lasse Minecraft noch einmal gerne ausfallen dafür. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ich werde euch einfach so in den Feierabend entlassen. Und dann sehen wir uns am Samstag wieder. Bis dann, bye bye! Bye bye! So. Oh, ich war zu langsam. Stream beenden. Wolltest du es mit einem Knall enden lassen? Ach so. Ich hätte so. Das. So. Oh. Das sieht schon sehr geil aus, ja. Also abgesehen von der Granate auf meinem Kopf. Vor allem, die bleibt dafür immer und ewig so liegen, bis du deinen Trigger irgendwann drückst und ich werde mich fragen, warum ich auf einmal Schaden kriege. Jo. Ja, Peanut, bei mir ist auch so. Ich glaube, ich werde jetzt auch Feierabend machen. Und dann werden wir morgen die Aluminiumfabrik. Aluminiumfabrik dann endlich beginnen. Jetzt haben wir ja alle Ressourcen da, die wir benötigen. Bis doch! Und bis auf Wasser. Tut mir leid, wir müssen dich jetzt. Wir verlassen dich alle einheitlich. Ja, tut mir leid. Aber ich bin auch hart müde und wenn ich jetzt noch irgendwas Neues anfange, dann. Ach, das ist ein bisschen. Meine Unterhaltung ist weg. Ah, sorry. Am Samstag sind wir wieder für dich da. Genau, und ich werde morgen nach dem Krankenhaus dann auch vorbeischauen. Und ordentlich streamen. Ja, mach das. Und ich bin gespannt, was am Samstag dann alles so dasteht. Ein zweiter Thron. Mehr ist in diesem kompletten Safe-Game dann nicht passiert. Ich verstehe. Oder man baut einen Thron, der sieht einfach so von hier aus so aus wie... So. Nur, dass der hinten in der Wüste steht. Aha. So 17 Fußballfelder groß. Ja. Alles abgebaut und in Kisten gepackt. Ja. Oh, ich glaube, ich würde ihn töten. Oh, ich glaube, ich würde dich wirklich töten, wenn du das tun würdest. Ja, okay. Naja, also. Ich wünsche einen angenehmen Abend, eine Juts Nächtle. Und dann morgen weiß ich leider echt nicht, wann ich anfange zu streamen, weil ich vorher noch beim Arzt bin. Kann ich zum Glück direkt von der Arbeit hin, weil ich muss nur über die Straße fallen, da bin ich im Krankenhaus. Das ist ganz gut. Und dann sehen wir uns morgen wieder und dann Schurio, auf Wiedersehen, macht es gut. Bis Brokkoli, bis Schüsseldorf. Tschüss. Tschüss.